favor su atención. A línea de 4, ubicando este equipo de Cristo con el mismo Tarantino Guano. Bueno. Cristo con el mismo Tarantino Guano, ubicando este equipo de número 4. Renato. Ja. Bitte pack das Hunde. Guten Appetit. Wie geht's, Antonio? Ach, wie immer. Und der Mama? Auch wie immer. Das freut mich. Und du? Hier, nimm. Das ist für deine Mama. Bis Montag. Es war ein Mann, der auf die 50 zuging. Mit kindlichen, man könnte sagen, fast engelhaften Zügen. Wollen Sie etwas langsamer, ich komme nicht mit. Er hatte silbergraue Schläfen und blaue Augen und ein ständiges Lächeln auf den Lippen. Auch seine Gefährtin strahlte vor Glück. Wollen Sie noch etwas langsamer. Das Haupt auf seine Schultern lehnen, schaute sie vorwärts. Doch auch ein glückhaftes Lächeln konnte dieses Gesicht nicht verschönern. Hallo, Andreas. Hallo. Der Zug hatte Verspätung. Können wir jetzt weitermachen? Sie war es, die den Inhalt der Konversation bestimmte und er fügte sich in allem. Erfüllt von ihrem Glück, schritten sie wie auf Wolken einher, ständig eng umschlungen. Aber ich hatte Mitleid mit diesem Mann, der seine engelhafte Figur für sich erhalten hatte, nur um sich in diese hässliche Frau zu verlieben. Ich bin durch die Augen wieder ab. Ich fing an, mich um sein Glück zu sorgen und erfuhr dadurch einige Dinge. Ich bin das Kind. Zum Beispiel auch, dass er Ingenieur war in der Handelsabteilung einer wichtigen Firma. Fertig? Sehr bald kamen sie täglich an meinem Haus vorbei. Dieses seltsame Paar interessierte mich von Tag zu Tag mehr. Doch insgeheim wünschte ich mir, seid ihr mitgekommen, dass alles zum Schlechten geraten würde. Reden Sie näher. Bitte. Schön, das Zimmer.
Der Regenschirm. Ich habe ihn dabei, weil es hier häufig regnen soll. Wieso denn? Das ist der junge Mann, von dem ich dir erzählt habe. Er ist ein bisschen früh gekommen. Entschuldigen Sie, ich kann ja wieder... Es war mein Zimmer. Ich finde es sehr geschmackvoll. Ich muss noch was rausholen. Bitte. Antonio. Aha, verstehe. Das Zimmer gefällt mir wirklich. Es tut mir leid, dass ich es Ihnen sozusagen wegnehmen muss. Naja, meine Mutter braucht eben das Geld. Mit ihrer Rente kommt sie nicht mehr aus. Ach so. Haben Sie Arbeit in Santiago? Nein. Das wird gar nicht so einfach sein. Ich habe gute Empfehlungen. Ganz schön kühl geworden. Bin Volksschullehrer. Bin versetzt worden. Sobald ich es mir leisten kann, möchte ich hier eine eigene Wohnung haben. Möglichst bald. Und außerdem bedenkt, dass dies der erste Schritt zu der komplizierten und opfererfordernden Laufbahn einer Sekretärin ist und dass eure Ausbildung ergänzt werden muss durch all die Tugenden, die diejenigen Frauen zieren, die sich als rechte Hand bedeutender Geschäftsmänner bewähren wollen. So wünsche ich euch, dass ihr leistungsfähige Frauen werdet und Männer mit Zukunft. An erster Stelle mit 65 Anschlägen, Rekord dieser Akademie, Rosario Sandoval. Zweite wurde mit 50 Anschlägen Marcella Carrasco. Dritter Platz. Dritter Platz. Juana Arancibia mit 45 Anschlägen. Aber sind es 40 Anschläge? Nein, es sind 45. Verehrter Herr Direktor. Verehrter Direktor, Fräulein Ewe, meine lieben Mitschüler, jetzt, wo unser Lebensweg eine neue Wendung nehmen wird, halten wir es für unsere Pflicht, unseren Dank auszusprechen für die vielen Lehren, die wir in dieser Akademie erhalten haben. Abschied nehmen heißt sterben, ein bisschen. Ein bisschen sterben. Trotzdem gehen wir diesmal voller Vertrauen und Optimismus, da wir es gelernt haben, die zukünftige Lebensgefährtin zu lieben und zu respektieren. Unsere Schreibmaschine. Und jetzt für die Reisende einen Empfehlungsbrief. Marcella, mit dieser Empfehlung wirst du keinerlei Schwierigkeiten in Santiago haben. Mhm. Thank you.
Fatima, bleibt hier. Macht zurück. Wir kommen hier doch mal zurück. Gerade noch geschafft. Einer von uns kommt immer zu spät. Warmes Wasser können Sie ja bei mir haben. Und der Eisschrank darf nicht abgeschaltet werden. Ist gut, ja. Bleiben Sie länger in Santiago? Ich glaube, ja. Aber das hängt von der Arbeit ab. Sie müssen auf die Hühner aufpassen. Danke. Ein sehr guter Empfehlungsbrief. Vor allem, weil er von Ihrem Onkel kommt. Könnte gar nicht besser sein. Aber bedauerlicherweise haben wir hier nicht genügend Büroarbeit. Wir haben eine Sekretärin und das reicht uns. Dies ist unsere Sekretärin. Wie geht's Ihnen, Fräulein? Sie dürfen weitermachen. Ich benutze sie immer, um die Sekretärin zu rufen. In tiefer Trauer ist hier auf dem Friedhof das Gymnasium versammelt, um den sterblichen Überresten eines chilenischen Patriarchen das letzte Geleit zu geben. Jahrzehntelang wirkte er als Lehrer und Direktor des Gymnasiums, gab diesen ethische Werte und war ein Beispiel der Tugend für viele Generationen, die unter seiner Leitung lernten. Das ist für den Herrn doch ein Empfehlung. Die werden hier nicht genommen.
der Tugend für viele Generationen, die unter seiner Leitung lernten. Also gut, Schreibmaschinenschreiben ausreichend, die Auskunft des Psychologen in Ordnung. Tja, jetzt abwarten, bis die Stelle vergeben wird. Und was mache ich bis dahin? In 2 bis 3 Monaten wird bestimmt was frei. Und inzwischen mal hier, mal da. Sie werden schon schaffen. Bis bald. Guten Tag, wie geht's denn? Was kann ich für Sie tun? Wir haben auf Sie gewartet. Darf ich Ihnen meine Nichte vorstellen? Guten Tag. Das ist Frau Carmen Lasso. Schon spät. Hoffentlich haben Sie ein andermal für uns Zeit. Ja, komm in mein Büro, Kindchen. Bandera 506, freut mich. Bis bald. Auf Wiedersehen. Sie bleibt jetzt hier, vielleicht könnte sie bei Ihnen... Ja, wenn sie Wahlhilfe machen will, das ist aber ehrenamtlich. Ja, natürlich. Da sie ja einen Teil des Unterrichts nachholen muss, wir sind ja schon recht weit, wäre es also gut, wenn ihr nachher mit ihr sprechen könntet, damit sie Fragen stellen kann, damit ihr unsere Arbeitsmethode klar wird. Es wird sich bestimmt jemand finden, der es gerne macht. Ich glaube, da ergibt sich ein Problem, weil ich am Tag als Aushilfe arbeite. Ja. Später dann vielleicht als Sekretärin in einem Ministerium. Also in einigen Tagen geht es nicht. Gut, wir können uns ja auch über einen späteren Anfang unterhalten. Dann wird es hoffentlich gehen. Was meinst du? Ja, dadurch bleibt mir der Tag frei. Bei diesem Bild geht es um den Begriff Heim. Wir fragen also, was sehen wir? Wenn Sie es geschafft haben, das Bild mit den Buchstaben in Verbindung zu bringen, setzen wir die Diskussion fort. Falls Sie es nicht schaffen, nehmen wir die unteren Zahlen wieder weg und fangen wieder von vorne an. Dass das ein Heim ist und dass das hier unten auch Heim bedeutet und dass das Wort zum Bild gehört. Dann diskutieren wir mit den Analphabeten, was für Sie Heim bedeutet und sprechen auch über unsere Erfahrungen. Ja, ich zum Beispiel. Ja, bitte? Ich bin glücklich. In meinen 18 Ehejahren also hat es nie eine Diskussion gegeben, ein Streit oder etwas Handgreifliches. Niemals. Mit den Kindern gibt es manchmal Streit, aber es sind eben Kinder. Hören wir doch mal, was die anderen sagen. Ja, aber bei mir ist es anders. Ich habe nur meine Mutter, keinen Vater und habe auch keinen Bruder und auch keine Schwester. Also nur einen Onkel habe ich. Und das ist mein Heim. Und wie ist es bei dir? Ja, für mich ist Heim auch etwas Gutes. Ich bin geschieden und habe einen Sohn. Und deine Mutter, die nicht bei mir ist, die besuche ich. Ja, und du? Bei mir, ich bin auch allein. Das heißt mit 2 Kindern. Ich bin Witwe und muss für die Kinder arbeiten. Ich bin auch glücklich. Wir sind eben nur 3. Da hat einer noch nichts gesagt. Ich? Bei mir, mein Heim sind 2 Söhne. Ich bin glücklich teilweise und teilweise wieder nicht, weil gewissermaßen mein Mann und ich recht verschiedene Charaktere haben. Deswegen geraten wir aneinander. Wegen der Kinder auch oft. Aber schlimm ist es nicht. Naja, also all das auch, eure persönlichen Erfahrungen würden den Analphabeten in die Lage versetzen zu begreifen, dass wir mit dieser Fotografie ausdrücken, was ein Heim sein könnte. Eine Möglichkeit, oder was es sein müsste. Sogleich nach der Reflexion wird der Vorgang wiederholt, der auch bei den anderen Bildern angewandt worden ist. Das heißt, wie werden wir die Beziehung herstellen zwischen diesem Grundbegriff einer gesellschaftlichen Situation und diesem Wort? Also, wir werden Sie fragen, was sehen wir hier? Und was wird dann die Antwort unserer Schüler sein? Was könnte zum Beispiel eine sein? Heim. Heim, ja. Mein Heim. Mein Heim, ja. Will dort noch jemand? Aber ja, du? Doch einen Analphabeten vor, der seine Großmutter hasst? Das auch. Und du zwingst ihm diese Vorstellung auf, dass seine Großmutter reizend ist. Nein, aber was nein, wird nein, er nein. denn da machen, wenn er nach Hause kommt? Du hast ihm ja nichts aufgezwungen. Er kann sich ja das Bild so auslegen, wie er Lust hat. Du zwingst ihn ja nicht. Sie werden sich ihre eigenen Gedanken machen und schließlich wissen, was ein Heim für sie bedeutet. Und dass auch die Großmutter darin Platz finden müsste. Wo soll sie denn sonst hin? Mir scheint das eine menschliche Haltung, die einfach jedem klar werden muss. Ich verstehe auch nicht, warum du so aggressiv bist. Weil es nicht so einfach ist, weil ich nicht glauben kann, dass alle Menschen so gut sind, weil es eben, ich glaube, dass dabei etwas verherrlicht wird, dass man den Analphabeten etwas vormacht. Dass er ein Mensch ist, der gut ist und schön ist, nur dass er eben nein, nicht leben nein, nein. kann. Der Analphabet ist auch betrunken, kann auch Verbrecher sein, kann seine Frau hassen und seine Kinder schlagen. Also denken wir doch an die Wirklichkeit. Ja, natürlich. Soll er sich doch entscheiden, wie die Leute auf dem Foto sind, der Analphabet. Ja. Und dann wird er sagen, die sind gut oder schlecht. Ja. Das siehst du. Ja, aber... Es ist wirklich ein Irrtum zu glauben, dass wir sie zwingen wollen. Nein, du hast aber im Moment nur reine Wunder geschildert. Ich meine, über das Bild, über die Methode, über die Absicht der Bilder. Das reinste Paradies ist das, was du bisher gesagt hast. Ich meine, Verständnis über die Rolle des Heimes, die Erhaltung und das Wachstum der Familie.
Es ist bitte eine... Es ist das totale Paradies. Schön, dass ihr mir helfen könnt. Hat's eigentlich mit der Arbeit geklappt? Und deshalb weiß ich, dass uns unsere Gegner auch am 4. März nicht einschüchtern werden. Wir wollen, dass die Parteien der Volksfront diese Wahlen gewinnen. Aber wir wollen auch, dass in den Reihen dieser Volksfront die Arbeiter nicht einfach irgendwelche Männer und Frauen unter den Kandidaten wählen. Nur die hervorragendsten, nur die kämpferischsten, nur die tapfersten und besten Aktivisten der Arbeiterklasse, nur die, die wirklich diesen Prozess ermöglicht haben. Und wenn wir an das Kupfer, an das Eisen, an den Salpeter denken, an die verstaatlichten Banken und Industrien, dann sollten wir auch wissen, dass wir die Pioniere einer ruhmreichen Etappe der chilenischen Revolution sind und dass wir deswegen keinen Schritt in den kommenden Wahlen zurückweichen werden. Ich danke euch, Genossen. Ich wäre wirklich froh, wenn ich eine Menge Stimmen bekäme. Wenn ich mir bloß vorstelle, dass mich eine von den Mumien besiegen könnte. Wie viele Wochen fehlen noch? Hier. Eins, zwei, drei, vier Wochen, ein Glück. Bis hier entsteht mir schon die Wahlkampagne. Und dann habe ich auch noch Stimmen gewonnen, weil ich im Fernsehen Kochunterricht gegeben habe. Und wenn das trotzdem nicht reicht, dann rufe ich an und frage, ob ich Köchin werden kann. Das ist auch gut. Da könnten Sie auch ein gutes Werk tun. Ja, das war auch so, als die vom Fernsehen kamen, da war ich gerade beim Kochen. Ja. Und was habe ich gekocht? Ich werde euch gleich das Rezept geben. Also panierte Erbsen in Auberginen, die sind... Ja, eben. Ja, ja. Und wie ja, machen Sie die? Paniert. Vielleicht können die reichen Frauen dabei auch was lernen, die so gerne mit ihren leeren Töpfen auf der Straße demonstrieren, weil sie angeblich nichts mehr zu essen haben. Ja, die können auch was lernen bei mir. Das können sie wirklich. Aber wo ist denn Marcella geblieben? Die war auch hier. Hier. Ja. Fast war sie weg. Also Erbsen mit Auberginen. Sind ganz einfach zu machen. Man kocht die Erbsen in Wasser und Salz und einem Sträußchen Alba. Und in einem anderen Topf hat man ein bisschen gehackte Petersilie, circa 4 in Würfel geschnittene Auberginen, alle möglichen Gewürze und dann wird's gebraten. Die hat Glück. Du sagst immer, dass Frauen nicht spielen können, aber die kann es. Einser Pasch. Du bist dran. Ja, mach weiter. Danke. Und was passiert? Ein Freund aus Uruguay. Wir reden gerade davon, wollen wir mal sehen, ob der vielleicht das Bandonium kaufen kann. Er möchte gerne in Santiago bleiben und spielen, vielleicht in einem Club. Und was will er haben? Die Polizei in Uruguay hat eigentlich meinen Bruder gesucht. Sie wollten Auskunft. Aber es kommt doch wieder in Ordnung. Sie wollen noch spielen. Was haben hier sonst denn die Seeleute? Die Heilige kam, die Wunder vollbringt. Sie glauben dran? Was?
Brot? Ja. Ich möchte gerne noch ein Brot. Ich bin auch kein Kurzen. So, ich werde jetzt auf das Wohl trinken. Oh. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Auf das Wohl meiner Nichte. Und ich hoffe, dass sie sich glücklich fühlen wird im Haus ihres Onkels. Zum Wohl. Wieso gezinkt? Noch eine Überraschung? Feuer. Hast du Feuer? Schöne Nichte. Ein Präsent für Sie. So. Und jetzt noch für den Onkel. Ich hoffe nur, dass es klappt. Wirklich genau der heute früh bei uns angeforderten Schreibkraft. Was hältst du davon, wenn du dich dort morgen gleich vorstellst? Um wie viel Uhr? Du musst um 8:30 dort sein, ausgerüstet mit einem Brief von uns. Und dort wird man dir alles geben, was du für den ersten Tag brauchst, Bezahlung und so weiter. Bleibst du in Santiago oder wie? Ja. Santiago? Ja. Dann stehen dir ja alle Möglichkeiten offen. Ich meine, dann wird dir alles gut gehen, nicht wahr? Schön, Marcella. Was immer du brauchen solltest, irgendeine Frage, die du haben solltest, ich stehe dir wirklich gern zur Verfügung. Also gut, dann verbleiben wir so. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute und viel Glück, Marcella. Zeta. Versuchen Sie es mal hier, mal da. Sie werden es schon schaffen. Aua! Bitte ich Sie um Ihre Unterschrift zwecks Weiterleitung an Rechtsanwalt Waldo Lorenzo, der die Erbengemeinschaft vertritt. Komm ich mit? Sie müssen hier langsamer diktieren. Das muss ich ja wohl wissen. Und Sie, wie viele Wörter pro Minute schreiben Sie denn? 45. Gut, kommen Sie her. Sie können auch da hinausgehen. Also Sie, nehmen Sie Papier und schreiben Sie. Beilegen dann Brief vom 18.02. mit der Bitte um Weiterleitung. Da kommt sie ja doch noch. Hallo, hat's geklappt? Das hier ist meine Freundin Rachel, meine Nichte Marcella. Sie bleibt jetzt bei uns. Wie geht's? Für mich dasselbe. Na, freust du dich? Wo hast du denn das her? Die Ware wird immer knapper und die Preise steigen weiter. Rauchst du, Kindchen? Seit wann denn nicht mehr? Ich werde sie verkaufen, um somit ein bisschen dazu zu verdienen. Ist denn das nötig? Antonio, ein Geschenk für dich. Gefällt es dir? Schön. Gefällt mir. Weitermachen.
Ich habe den Bericht auf Seite 92 gefunden. Moment bitte, diese Maschine. Ich kann die Randeinstellung nicht finden. Sind Sie soweit? Ja. Wo ist der Doppelpunkt? Kann ich anfangen? Bitte. Beschlossen wird. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Warum lachen Sie? Nur so. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Oh, Papa. Hallo, sag, wie du heißt. Hör doch, wie du heißt. Also bitte verschwindet sofort. Nein. Ja, Tessa. Das Auto springt wieder mal nicht an. Wir sollten ja schon längst da sein. Wir haben uns verspätet. Dann werden wir erst zu Mittag essen. Wo waren wir? Beschlossen wird, Doppelpunkt. Das in Übereinkunft mit der Beratung vom 19. Februar 71, Bindestrich. Bindestrich. Das Essen ist serviert. Sag mal, Alicia, findest du nicht, dass dieses Mädchen einen maurischen Einschlag hat? Natürlich, Vater. Weißt du, an wen sie mich erinnert? Als wir in Spanien die Botschaft hatten. Damals dieses Mädchen aus Granada. Zu lachen. Der Gesichtsausdruck erinnert mich sehr an sie. Von hier. Natürlich. Dass du keine Schwedin bist, sieht man ja. Aus welcher Gegend kommen Sie denn? Aus Curicó kommen. Bitte, dass man dort den ganzen Tag Torten ist. Kommt von dort nicht die berühmten Torten? Ich könnte schwören, dass da eine Ähnlichkeit besteht. Haben Sie vielleicht arabische Verwandte? Ein Großvater, Onkel oder Ähnliches? Nein. Und das ist eine unserer Kapuzinerfrauen. Sehr aufmerksam ist hier. Wissen Sie nicht? Dieses Häuschen habe ich für meine Töchter bauen lassen, als sie noch klein waren. Wir haben nicht irgendeinen Regierungswechsel herbeigeführt. Wir haben eine neue Gesellschaftsordnung errichtet. Die Macht gehört jetzt denen, die arbeiten und nicht denen, die das Geld besitzen. Die Produktion wurde verstaatlicht, die Bodenschätze nationalisiert und 4000 Großgrundbesitzer enteignet. Wir kontrollieren die Banken und die Arbeiterschaft übernimmt die kommunale Selbstverwaltung. Es ist viel getan worden, Genossen, aber ein langer Weg liegt noch vor uns. Zu lange hat das Volk Unrecht erleiden müssen. Am nächsten Sonntag fällt die Entscheidung darüber, ob das Volk die Macht erhält oder die Reaktion. Aber wir müssen wachsam sein, Genossen, denn wir haben die Verpflichtung übernommen, die Idee der Revolution in alle Länder des Kontinents zu tragen. Eine Verpflichtung, gegen das Elend zu kämpfen und die Völker wieder in eine lebenswerte und glücklichere Zukunft zu führen. Unsere Antwort auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit heißt Kampf bis zum Siege, Genossen. Und diesen unseren Willen
werden wir am Sonntag Ausdruck verleihen. Wir werden den Ausbeutern zeigen, was sie in diesem Land noch zu sagen haben. La reina de las juventudes comunistas de Santiago, Irka Primera. Das wäre doch schön. Eins, vier Augen sehen mehr als zwei. Ich finde, du verbrauchst zu viel Geld, um deine Nichte zu unterstützen. Mysterium wird sie vielleicht noch genommen. Kann sie nicht was dazugeben? Ja. Schau mal, du musst dir das da an die linke Hand stecken. Das ist doch viel besser, viel anständiger. Freitag bin ich wieder da. Ja, dritter Platz. Ersten Platz. Da bin ich schon mal reingefahren. Kommen Sie bitte hier entlang. Ja, okay. Fräulein Elsa, das ist die Aushilfe für Arminia Garcia. Bitte zeigen Sie ihr den Schreibtisch. Bitte sehr, Herr Alexander. Ach ja, noch etwas, Fräulein. Wir fangen um 9 Uhr an, Mittagessen von 1 bis 2. Vermeiden Sie möglichst lautes Gelächter. Haben Sie gut zugehört, ja? Die Unterhaltung ein. Bitte? Dies ist der Schreibtisch von Arminia Garcia. Bitte sehr, nicht ein einziger Kratzer. Sie macht auch keine Kritzeleien auf dem Löschblatt. Und sie ist auch sehr sorgfältig mit dem Büroeigentum. Hier haben Sie den Kalender, einen Bleistift Nummer 2, einen Radiergummi und die Klammermaschine. Falls Sie die Klammermaschine verlieren, müssen Sie sie ersetzen. Also passen Sie gut auf sie auf. Zieh dir den Kittel an. Wie steht er mir? Gut, etwas zu groß. Vielleicht kann man die Knöpfe versetzen und die Ärmel hochkrempeln. Mhm. Der war auch von einer Aushilfe, aber die ist nur einmal gekommen. Wenn du willst, kannst du ihm behalten und selbst verändern. Nein, morgen bringe ich meinen eigenen. Gut, wie du willst. Na, wie findest du den Chef? Nett. Später können wir zusammen Mittag essen.
Dieser Buchstabe bedeutet, dass es sich um die Hälfte der angegebenen Summe handelt. Ja. Die kannst du also von da an selbst suchen. Ich bin schon hungrig. Also geh bitte. Mach dir keine Sorgen, der ist immer so. Also was ist denn da? Sie können mich doch nicht schon wieder wegstellen. Guten Tag, Fräulein. Ihre Referenz ist TR&C 210 22 73. Was heißt das? Ich bin noch berufstätig. Und das liegt hier rum seit Juni. Mal, was ist TR&C 210 22 73? Kassenemission mit dem gesetzlichen Abzug von 5% laut Verordnung 210 zur Auszahlung am 10. Februar dieses Jahres. Kassenemission mit dem gesetzlichen Abzug von 5% laut Verordnung 210 zur Auszahlung am 10. Februar dieses Jahres. Wo ist die Kasse? Hör mal, wo ist die Kasse? Fünfte Etage. Fünfte Etage. Hallo? Maria Antonia, Telefon! Maria Antonia, Telefon! Fräulein Carrasco, das ist hier ein Büro und kein Rummelplatz. Und Sie sind eine Sekretärin und kein Bierkutscher. Eine Sekretärin hat hier niemals wie am Spieß zu brüllen. Und eine Sekretärin sollte auch nicht aus der Rolle fallen. Eine Sekretärin hat nicht extravagant zu sein. Eine Sekretärin darf auch nicht mehr reden als unbedingt nötig. Eine Sekretärin darf niemals schreien. Das Fräulein Maria Antonia ist leider nicht anwesend. Herminia Garcia wieder zurück? Ja, Herr Alexander. Haben Sie die Lohnzettel unterschreiben lassen? Ist bereits erledigt. Gut. Sie wissen also, Sie können jederzeit zurückkommen. Hier ist Ihr Kalender, der große Gummi, Ihr Bleistift Nummer 2 und die Klammermaschine. Ich lasse dir etwas Geld da, falls du es brauchst. Auch füge ich 2 Kinokarten hinzu und die Blumen. Denk bitte daran, den Hühnern Futter zu geben. Da behalt du das. Ich muss jetzt gehen.
gibt kein warmes Wasser in Ihrer Pension. Gestern nicht und heute auch nicht. Auf diesem Prospekt steht, dass es warmes Wasser gibt. Sie wissen doch ganz genau, wenn Sie warmes Wasser wollen, müssen Sie früher aufstehen. Orange. Aber nein, aufgestanden wird um 12. Die Betten bleiben ungemacht. Was wollen Sie? Ich bin doch im Urlaub. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Warum gehen Sie nicht, dass es hier kein warmes Wasser gibt? An Gästen fehlt es mir hier nicht. Was war denn los mit dir? Ich wollte einfach eine Woche schlafen. Arbeit gefunden. Ja, und da ihr hier seid, dachte ich, ich besuche euch und fahre auch mal ans Meer. Ihr kommt hier gar nicht mehr zum Spielen. Ihr Onkel ist da irgendwo. Wo gehen Sie hin? Meinen Onkel suchen. Und wo? Wie Sie sagten, irgendwo. Das ist seine Nichte. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe dich schon vermisst.
Ich habe ein Geschenk für dich. Wie steht's mir? Steht dir gut. Entschuldigung, Kollegin. Kommst du Maschinenschwein? Ja, ich bin Sekretärin. Ja, sicher können wir so rein. Ich habe gedacht, die Fabrik gehört euch, sonst wäre ich gar nicht gekommen. Naja, sie kommt doch nicht. Die Büroarbeit müssen wir abführen. Ich bin auch da. Also lassen wir sie rein. Ja, sicher. Kosten, du kommst Hilfe. Das Mädchen kommt doch nur als Sekretärin. Nehmen Sie die. Danke. Es wird Ihnen gut tun. Heute ist genug. Ich werde dem Direktor sagen, dass wir wegen der Streiks nicht arbeiten können. Sie brauchen nicht weiterzumachen. Hören wir lieber auf. Ja. Haben Sie schon mal was von der Insel Bratsch gehört? Wie heißt die? Bratsch. Man schreibt es Brak, aber man sagt Bratsch. Bratsch ist eine Insel in Jugoslawien. Sehen Sie, sie liegt genau hier. Mit dem Flugzeug sind es 26 Stunden und per Schiff 28 Tage. Auf jeden Fall ist die Fahrt sehr teuer. Schade. Naja. Und wann will ich schon mal hinkommen? Weg! Weg! Hey! Nein!
Was ist denn los? Lass mal sehen, hast du Fieber? Nein. Dieser Krach da draußen, mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Die schaffen das schon. Sehr bald. Also, Jugoslawien, es ist wirklich sehr schön. Schau dir das mal an. Vielleicht ein Stück fahren. Das ist ja nett von Ihnen, aber ich habe es nicht weit bis nach Hause. Wir werden dann mit der Vermittlung abrechnen. Sie müssen ja noch Ihr Geld bekommen. Mhm, danke. Wissen Sie, für Sie als junges Mädchen, Sie werden es nicht so einfach haben. Den Leuten da, denen geht es einfach mehr um Erfahrung als um Theorien. Und jetzt wollen Sie was von mir erfahren? Ja, was Sie so tun. Ja, das, man hat mir das schon gesagt, aber ich glaube, das wird für mich kein Problem sein. Denn obwohl ich nicht hierher gehöre, fühle ich mich, ich weiß nicht, ich glaube, die Arbeit hier wird mir gefallen. Tja, dann wirst du auch Probleme mit den Männern haben. Es gibt Männer, die ihre Frauen einfach nicht in den Unterricht lassen. Sie empfinden das als unnötig. Und vielleicht wird man dich manchmal auch als Frau anschauen, damit musst du rechnen. Nein, vorläufig sollte ich eigentlich sowieso nur Frauen unterrichten. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Trotzdem wird das nicht ganz einfach sein. Ich meine, die wollen... Warum nicht? Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die sich eben genieren und es vor den anderen nicht zugeben wollen. Es ist ihnen einfach unangenehm zu sagen, ich kann nicht lesen und schreiben, ich möchte es aber lernen. Also das ist eigentlich das Problem von den Analphabeten. Die kommen dann einfach nicht, das ist es ja. Also gehen wir. Und viele glauben auch, dass wir sie nur politisch einfangen wollen. Ja, ich glaube, so ist es. Ja, aber... Ich bin Argentinier, 30 Jahre in Chile, Sattler vom Beruf. Als wir hier ankamen, haben wir in Zelten gewohnt. Schlecht für mich. Hier will keiner meine Taschen. Ja, jetzt bin ich auch der Vorsitzende hier. Die Regierung hat uns die Verteilung der Lebensmittel übergeben. Jeder bekommt ein Paket und ich muss aufpassen, dass sich niemand zu viel nimmt. Ein Kassierer war nicht zu finden, also musste ich das auch machen. Dadurch, dass von den Rechten gehamstert wird, haben die Verteilerstellen nicht mehr genug zum Ausliefern. Jeden Tag kann die Versorgung abgebrochen werden. Es reicht sowieso nur noch 2 Monate, wenn die Regierung nicht irgendwas gegen die Schwarzhändler unternimmt. Jeder kocht hier für sich. Eine Gemeinschaftsküche wollte niemand. Schauen Sie doch noch mal hin. Vielleicht sehen Sie noch etwas. Nein. Es muss da eine ganz bestimmte Versammlung sein. Von allen Seiten kommen die Menschen. Dann sind es Menschen, die kämpfen, um etwas zu erreichen. Ja, was wollen Sie erreichen? Es muss wohl so sein, dass sie zusammengekommen sind, weil sie mehr haben wollen. Mehr Nahrung, mehr Essen, mehr... Eine Versammlung von wem? Von Arbeitern. Und was glauben Sie, warum die Arbeiter dort sind? Sie versammeln sich, ich glaube, irgendeine Fabrik vielleicht wieder streikt. Man möchte sich einig werden oder man möchte vielleicht nicht wieder Schlange stehen. Was zu essen zu haben, das glaube ich jedenfalls. Wegen Entlassungen. Mehr Geld, ja. Aber die Leute wollen sich doch... Wie würden Sie diese Absicht nennen? Und Sie, Genossin Urra, was sehen Sie denn? Ja? Ich sehe einfach viele Menschen mit Transparenten, die drängeln, die warten auf. Die Leute sind da. Sie warten. Sie hoffen, dass man ihnen etwas sagen wird. Etwas Wichtiges sagen wird. Schauen Sie mal ganz genau hin. Was sehen Sie denn noch? Ich sehe Absperrungen und Leute, die sich anstrengen, durchzukommen. Und hinter den Leuten sieht man... Ja, und gucken Sie mal auf die Transparente.
Von hier aus sehe ich die Transparente, aber nicht, was draufsteht. Ja, klar, weil sie zu weit weg sind. Klar, ich weiß nicht, was draufsteht, aber sie rufen zu irgendetwas auf, von dem man spricht, weil die Leute ganz dringend auf ihn warten. Sie schauen alle in eine Richtung. Ja, die Leute, die warten auf jemanden, die hören irgendjemanden zu. Ja, sie hören. Vielleicht ist es ein Gewerkschaftsführer. Ja, es kann sein, weil alle in eine Richtung schauen. Sie warten auf einen, der alles erklären kann, der ihnen vielleicht helfen kann. Andere wieder schauen zum Transparenten rüber, irgendwo hin, in irgendwelche Richtung. Das sehe ich eben. Und außerdem kann man nicht mehr viel darüber sagen. Ja, aber Genossin, oder? Ja. Wenn die Arbeitermassen sich versammeln, warum tun sie das? Warum versammeln sie sich dann? Ihr könnt doch alle beobachten. Hier, guck mal. Die einen sehen in diese Richtung und die anderen schauen in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht findet da irgendeine Gegendemonstration statt. Die zeigen dem Gegner der Arbeiter, dass man ihm stärker ist, dass man ihn zwingen kann. Sie versammeln sich doch sicher, weil sie Unterstützung haben wollen. Weil wenn ich zu einer Versammlung gehe, dann will ich Unterstützung haben, um was anderes zu machen. Ja, ja, sicher, Genossin. Ja, aber, natürlich. Sehen Sie doch mal, wenn man zu einer Versammlung geht, dann macht man doch das nicht wegen der Unterstützung, sondern ihnen, man fordert soziale Gerechtigkeit. Für alle. Für wen? Für unsere Söhne, für unsere Kinder, für uns. Ja, für die Arbeiterklasse. Für unsere Ehemänner, für alle. Ja, für die Arbeiter. Genau, für bessere Löhne, bessere Nahrung und für Gesundheit. Für die Gesundheit unserer Kinder. Dafür deshalb werden Versammlungen gemacht. Die Parteien. Ja, die Parteien. Ja, da müssen eben alle hin. Natürlich, ja. Ja, das ist der Vorteil einer Partei. Sie haben sich vor der Demonstration versammelt, um für ihre Rechte zu kämpfen. Die Rechte, die jedem Arbeiter zustehen. Ja. Ja, aber. Aber erklären Sie mir doch mal. Ja. Du, geh doch mal weg hier. Man erkennt mich ganz gut. Lesen Sie doch mal den Aufruf hier. Da ist auch eine Fotografie von Ihnen drauf. Sie und Ihre Frauen ganz vorn. Ist aber schön. Ne? Eigentlich sehe ich ja jünger aus. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Die haben ja nur Angst und wollen lieber zu Hause bleiben. Sie sollen sich an der Kleinen ihrem Beispiel nehmen. Jetzt, wo die ganze Siedlung, ja, wo wir alle hier versammelt sind, ja, sagen Sie uns doch ganz im Vertrauen und ganz ehrlich, wenn die Mumien, wie man so sagt, die Wahlen gewinnen, ja, wird man uns hier raussetzen oder werden wir gewinnen und neue Wohnungen in der Siedlung bauen können? Was? Was sagen Sie? Ja, also, Moment mal. Das werden Sie sich wohl selbst beantworten müssen. Was glauben Sie denn? Glauben Sie, dass wenn die Rechte die Wahlen gewinnen würde, unsere Errungenschaften, das, was das Volk von Chile geschaffen hat, zurückgegeben wird? Ich glaube, nein. Dann haben Sie Ihre Frage selbst beantwortet. Also, es gibt bei uns ein Lied, das heißt, wir bleiben fest. Daran sollten wir uns halten. Ja, so ist es. Und die Lebensmittel versorgen, was meinen Sie dazu? Dazu habe ich keine Meinung, sondern kann eine genaue Auskunft geben. Die Verteilung und die Produktion von Nahrungsmitteln ist mit mehr als 70% fast ausschließlich in den Händen der Rechten. Und nur 3% werden euch vom volkseigenen Vertrieb zugewiesen. Die momentane Knappheit ist absichtlich provoziert worden, um euch zu verunsichern. Vielleicht werden manche unsicher, weil laut Gesetz nur diejenigen neue Wohnungen bekommen, die schon vor der jetzigen Regierung Land besetzt haben. Davon sind einige jetzt unsere Gegner. Und wir, die wir erst später kamen, müssen auch immer in diesen Baracken wohnen. Finden Sie das gerecht? Ganz klar. Also hören Sie, der Vorsitzende... Moment. Wenn die Kinder die schwarze Kamen wirklich gern haben, müssen sie jetzt ein bisschen still sein, ja? Ja. Der Vorsitzende stellt mir eine Frage, die ist äußerst kompliziert. Warum für Landbesetzungen, die vor dieser Regierung gemacht wurden, Wohnungen gebaut werden und für euch nicht? Aber es gibt noch ein Problem, das beachtet werden muss. Sei still. Es gibt noch ein Problem, das beachtet werden muss, und das ist folgendes. Wir alle, auch wenn es uns weh tut, dürfen keine Unterschiede machen und zu Sektierern werden. Ich meine, Arbeitern die Wohnung verweigern, weil sie nicht unserer Partei angehören. Wir müssen auch ihnen gegenüber gerecht sein. Zum Teil finde ich richtig, was Genosse Carrizo zu dem Problem gesagt hat.
aber ich glaube auch, dass wir als Arbeiterklasse die Pflicht haben, uns um die Probleme aller Arbeiter zu kümmern. Die Farbe ihrer Hemden spielt dabei keine Rolle. Wir bedauern, dass der Feind das ausnutzt, aber auch für sie müssen wir ein Dach über dem Kopf schaffen. Wir haben die Arbeiter aufgefordert, die Entschädigungen, die man ihnen angeboten hat, zurückzuweisen. Bei einem Kompromiss, der dem Besitzer Mitbestimmung einräumen würde, müssen wir ablehnen. Der jetzige Inhaber der Fabrik hofft, dass die bei uns noch bürgerliche Justiz eine Übernahme durch die Arbeiter verhindern wird. Deswegen hat er gewagt, sie zu entlassen. Wir raten euch also, die Barrikade noch vor den Wahlen durchzuführen. Jetzt müsst ihr euch mit den Entlassenen solidarisieren, damit die Regierung endlich erkennt, dass sie den Prozess der Enteignungen beschleunigen muss. Das Kommando schlägt vor, die Kreuzung von Santa Rosa zu blockieren. Ich weiß, dass der Bürgermeister keine Polizei dorthin schicken wird. Ihr sollt aber sagen, ob ihr dieses Risiko eingehen wollt. Wir vom Frauenzentrum unterstützen euch mit dieser Barrikade. Dann können wir auch wegen der besseren Lebensmittelversorgung und den neuen Wohnungen demonstrieren. Wir werden dort die Ersten sein. Avanzar, sin pensar, la ganancia popular. Avanzar, sin pensar.
Ich habe mir drüben die neuen Häuser angesehen und gefragt, ob von dort jemand mitmacht. Aber ich glaube, die haben eine Tannenzahl gebaut. Neue Nähmaschinen auch. Na, den lassen wir nicht durch. Ich werde noch etwas hierbleiben, aber da muss ich gehen wegen der Kinder. Strenger bestraft als der Mord in einem Ich bin hier. Und jetzt passiert wieder sowas. Wir sind sicher, dass dieses Opfer unserer Kameradin nicht umsonst war. Der Busfahrer hat Rotha Gonzales absichtlich getötet. Und wieder mal wird auch in diesem Fall die bürgerliche Justiz den Schuldigen freilassen. Niemand in dem Bus hat protestiert. Und keiner hat gegen den Fahrer aussagen wollen. Für die Polizei ist das ein Unfall gewesen. Seid ruhig. Die morgen zum Bürgermeister mitgehen, sollen herkommen. Viertens, Antrag an die Regierung, die Entlassung der 30 Arbeiter von Corfu rückgängig zu machen, sie zu entschädigen und ihre sofortige Einstellung durchzusetzen und das Enteignungsverfahren einzuleiten. Also ich würde sagen, die Regierung ist dabei schon längst auf den Geschmack gekommen. Sie ist sehr achtsam, hat darauf ein Auge geworfen. Sicherlich wird die Wirklichkeit zeigen, dass es nicht möglich ist, dass ein Monopol Privateigentum bleibt. Und was nun die Versorgung betrifft, muss ich sagen, dass die 30 Prozent, die von der Regierung kontrolliert werden, erhöht werden müssen, weil die Regierung hauptsächlich die arbeitende Bevölkerung versorgen muss, jetzt, wo der übliche Weg leider nicht mehr möglich ist. Ja? Zu dem nächsten Punkt. Zu dem Mord oder wie die Polizei sagt, Unfall der Kameradin Gonzales, haben wir Folgendes unternommen. Der Richter hat den Mann freigelassen. Ja. Dass sich die Zeugen im Bus nicht melden, will auch die Versicherung nicht zahlen. Ja. Unser Komitee hat Geld gesammelt. Ja. Es geht um die volljährige Tochter? Ja, und um drei Schwestern. Wir müssen sehen, dass wir alle vier durchbringen. Das heißt alles viermal? Ja, viermal. Viermal. Tja. Sie hat ihren Mann und der hilft auch. Na, umso besser. Also was noch? Schulbücher und Kleidung für die Kleinen, die nächsten Monate in die Schule müssen, am 4. Am 5. Ja, am 5. müssen wir zum Schulrat. Ja, wir werden uns an die Schule wenden und das beantragen. Ja, stimmt. Also die Sache ist erledigt. Stipendium erledigt. Stimmt's? Stimmt. Aber das nützt Ihnen auch nichts. Wenn die Vorortbusse nicht verkehren, dann kommen wir eben zu Fuß. Dann machen wir Ihnen einen Strich durch die Rechnung. Guten Tag. Wie geht's euch denn? Parlamentswahlen berichten wir nun direkt von der Wahlzentrale des Innenministeriums. Zum ersten Mal haben auch die Frauen ihre Stimme der Volksfront gegeben. Nur 29% haben 1970 Präsident Allende gewählt.
Die heutigen Parlamentswahlen registrieren einen Zuwachs von 50% der weiblichen Stimmen für die Parlamentarier der Volksfront. Der nun heute zu Ende gehende Wahlkampf hat in den letzten Tagen viele Opfer gefordert. In Temuco hat der ehemalige Bürgermeister der Stadt, der als Abgeordneter für die radikalen Demokraten kandidiert, einen Arbeiter ermordet. Und militante Gruppen der Nationalen Partei haben mit Fackeln und Benzin die sozialistische Zentrale von Talca in Brand gesteckt. Die bereits vorliegende Auswertung von 2/3 der abgegebenen Stimmen zeigt einen klaren Sieg der Volksfront, die mit 43,5% 7 Abgeordnete und 4 Senatoren dazugewonnen hätte. Das ist ja unglaublich. Damit hat die Volksfront die Anzahl ihrer Abgeordneten von 57 auf 63 erhöhen können. Während die Anzahl der Abgeordneten der Demokratischen Konföderation von 93 auf 85 gesunken ist. Ja, und dann fehlen noch Stimmen in Santiago, weil sie die Wahltische zu spät aufgemacht haben. Aber da kann sich wahrscheinlich nicht mehr sehr viel ändern. Sie in die Stadt fahren, um das Endresultat? Nein, ich gehe heute früh ins Bett. Also Sie warten nicht mehr heute? Ich bleibe nie auf. Noch ist ja alles unentschieden. Und wenn es schief geht, naja, dann kann man es auch nicht ändern. Wir werden ja sehen. Mach du das. Es sind ja mehr gekommen, als ich dachte. Ist mein Stuhl noch frei? Ja, bitte. Danke. Ich finde, du machst das besser. Ich klopfe mir immer auf die Finger. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes alumbré que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrada la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.